mich eingeladen haben. Und ich bin ausgesprochen glücklich darüber, dass das auch, dass ich immer mehr prominente AfD-Politiker in meine Streams bekomme. Ich bin jetzt auch an dem Höcke dran und ich hoffe, dass ich bald mit dem Höcke nicht nur einen Livestream machen kann, sondern dass ich ihn vor Ort interviewen kann. Und dafür würde ich Höcke dann auch besuchen und dann ein sehr langes Gespräch mit Höcke führen und versuchen, das Bild zurechtzurücken, das sich um Höcke aufgebaut hat. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Herzliche Grüße an die Zuschauer von heute und liebe Grüße an meine Moderatoren. Wie ich gesagt habe, wir haben 4 Moderatoren, die heute darauf aufpassen, dass wirklich hier nichts schief läuft. Ja, und ich bitte euch, Freunde, auch aus dem Chat, wenn ihr merkt, dass jemand da rüppig wird, einfach an die Moderatoren melden und rausschmeißen. Also ich habe kein Interesse, dass TikTok auf einem Niveau, zumindest nicht die Streams, die ich aufbauen möchte, dass die auf einem Niveau gehalten werden, dass man sich die nicht anschauen kann. Ich möchte wirklich zusehen, dass ich das Niveau hochhalte. Keine religiösen Diskussionen. Mich interessiert nicht, ob jemand Christ ist oder Jude, Buddhist und Agnostiker oder Atheist. Das ist nicht meine Sorge. Und ich möchte auch nicht missioniert werden, weder von Christen noch von Juden noch von Muslime. Das alles interessiert mich nicht. Es geht um Deutschland. Deutschland ist mein heiliger Tempel. Und ich mache mir Gedanken um Deutschland und alles andere spielt für mich keine Rolle. Und deswegen bitte ich auch so von religiösen Missionierungsversuchen bitte abzusehen. Ja? Denn ich persönlich, ich möchte, dass das nur auf Deutschland konzentriert bleibt. Wir müssen diese Republik retten, weil sich Dinge in dieser Republik verschieben. Und wir müssen aufwachen und müssen Aktivisten werden. Und ich freue mich, dass ich heute wieder in meinem Livestream dabei bin. Ich habe auch gesagt, ich werde versuchen, jeden Samstag um 20 oder 21 Uhr live zu gehen. Ja? So, ich hole auch Menschen hoch, die mit mir in einem höflichen Ton freundlich, respektvoll diskutieren wollen. Ich grüße auch Cassi, auch Moderatorin, schön, dass du da bist, freut mich. Britta, Moderatorin, wunderbar. Hoffe auch der Tommy und so weiter und so fort. Wir haben tolle Moderatoren, die wirklich auch schon jahrelang geübt sind in Erkennen von Problemen. Und ja, grüß dich, Jonathan, freut mich. Und Bord fragt, was hältst du von Hamid Abdel Samad? Ja, der ist ein großartiger Islamaufklärer. Na, ganz nach meinem Geschmack. Ja, und freut mich auch. Ja, Qualia, wunderbar, kenne ich schon aus YouTube. Herzlich willkommen. Und heute ist der Titel meines Livestreams Deutschlands Zukunft. Und wie können wir Einfluss nehmen auf die augenblickliche Lage? Und dazu müssen wir erstmal erkennen, was spielt sich eigentlich in Deutschland ab? Ganz besonders seit Merkel 2015 die Grenzen aufgemacht hat, verschiebt sich unser Frieden in Deutschland, die Rechtssicherheit in Deutschland verschiebt sich, das Sicherheitsgefühl in Deutschland verschiebt sich. Wir kriegen unheimlich viele Menschen aus Diktaturen zu uns, die sich nicht an unsere gesellschaftlichen Spielregeln halten. Und ich denke, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen herausfinden, wie wir diese Misere wieder rückgängig machen können. Und mein oberstes Ziel ist es, gute patriotische Kräfte in meinen Livestream zu holen. Okay? Und ich möchte nicht so sehr mit Muslime diskutieren, die werden sowieso, sind immer ganz anfällig für Beleidigung und für beleidigt sein und so, das interessiert mich nicht. Ich bin Ex-Muslim, für die es nicht wissen, ich habe den Islam 2017 verlassen und ich bin seitdem ein aktiver Blogger, Aufklärer gegen diese toxische Religion und ich tue alles, damit Deutschland identitätstechnisch deutsch bleibt. Ich bin nicht ausländerfeindlich, wie soll ich das auch sein als iranischer Kurde.
Ich bin nicht muslimfeindlich per se. Ja, es gibt einige islamische Gelehrte, die ich abscheulich finde in Deutschland, oder Repräsentanten dieser Religion, die ich abscheulich finde. Ich lasse natürlich kein Auge trocken, was diese toxische Religion betrifft. Da habe ich überhaupt keine Interesse, dem Islam irgendwelche Pluspunkte zuzuspielen. Ja, mir geht es darum, die Menschen da draußen aufzuwecken, die Deutschen, die offenbar ein Teil immer noch im Tiefschlaf sind, die immer noch denken, oh, Multikulti ist schöner als braun, was immer die darunter verstehen. Und ja, und für mich ist es halt eben wichtig, dass wir uns zusammenrotten und eine gemeinsame Lösung finden, wie wir diese Republik wieder zurückbekommen können und wo die deutsche Leitkultur wieder eine Rolle spielt. Und nicht, wo uns diverse Migrantengruppen diktieren, wie wir zu leben haben. Okay? Wenn wir in einer Zeit leben, in der Migranten für Terror in den Schwimmbädern sorgen und die Bürger in diesem Land nicht mehr in Ruhe in die Schwimmbäder bei der hohen Hitze gehen können, weil sie Angst haben, dass es zu Massenschlägereien in den Schwimmbädern kommt, dann ist hier irgendetwas nicht in Ordnung. Und dann muss man aufstehen. Und so etwas hatten wir nicht. Und 20.000 Messerattacken im letzten Jahr ist ein himmelschreiendes Signal, dass etwas gehörig falsch läuft in diesem Land. Noch nie gab es in der Geschichte Deutschlands so viele Messerattacken wie jetzt. Ja? Und immerhin habe ich mir auch, für die, die es nicht glauben, habe ich mir auch die Statistik rausgesucht. Über 100 Tote in 2020 durch Messerattacken. Ja? Und Gruppenvergewaltigung zwischen 2018 und 2022. Erschreckend, wie hoch die Anzahl der Migranten sind, die an Gruppenvergewaltigung, ein Phänomen, das man in Deutschland gar nicht kannte, Gruppenvergewaltigung, kennen wir gar nicht. Es ist wirklich gruselig, was sich in Deutschland abspielt. Da müssen wir wirklich die Handbremse ziehen. Es sind keine Einzelfälle mehr. 700 Gruppenvergewaltigungen im letzten Jahr. Eine Katastrophe. Und mit Gruppenvergewaltigung müsst ihr euch vorstellen, eine Frau, die von mehr als 2, 3, 4, 5 Männern vergewaltigt wird. Schrecklich. Phänomene, die uns bestimmte Menschengruppen erst eingeschleppt haben nach Deutschland. Hey, da müssen wir reden. Ja? Und die einzige Partei, die das umdrehen kann, ist die AfD. Deswegen bin ich ein großer AfD-Freund, stehe auch zu der AfD, würde auch den Freunden da draußen empfehlen, habt keine Scheu, euch mit AfD-Politikern zu vernetzen, mit lokalen und Bezirks-AfD-Abgeordneten. Traut euch, fragt die Leute mal was und lernt, dass die Massenmedien euch die AfD hässlich reden. Ja? Die kommen mit der Nazi und mit der Rassismuskeule, und das schüchtert natürlich viele Leute ein, auch mich damals. Ja? Ich habe auch 2019 gesagt, nein, mit der AfD will ich nichts zu tun haben. Aber dann hatte ich den Mut, eben 2019 AfD-Abgeordnete zu treffen. Und dann habe ich prima Menschen kennengelernt. Deswegen habt keine Scheu. Ja? Für Deutschland nur die AfD, Freunde. Nur die AfD. Mal eine Sekunde hier. Moment. Also ich hole mal jemanden rein und mal gucken. Ja, kannst du mich hören? Ja, hallo Kian. Ja, grüß dich. Ja, hallo. Ich wollte dir nur sagen, ne, also ich finde diese Arbeit, was ihr da gemacht habt mit den Stürzenberger damals, ich war ja oft im Facebook und habe mir das angeguckt, wirklich gut. Ne? Vielen Dank, danke. Diese Aufklärungsarbeit, dass ihr den diesen politischen Islam, wo dieser gefährliche Grundstein ist, dass ihr das aufklärt, das finde ich sehr gut. Und ja, auch die ganzen Leute damals, ich weiß nicht, ob du da noch Kontakt mit denen hast oder... Mit der BPE, mit Michael Stürzenberger und dem Team?
Genau, ja, Ich ja. bin ja, ich, bei der BPE bin ich im Vorstand. Ich bin Vorstandsmitglied. Natürlich, ich bin eng verknüpft mit der BPE. Ich werde auch zukünftig einer der Sprecher sein bei der BPE. Selbstverständlich. Ja. Ja, das finde ich gut. Also diese Aufklärung für den politischen Islam, das ist sehr gut, was ihr da macht. Absolut, Ich habe mir, absolut. und wo ich das, das hat mir die Schwester, das hat mir die Schwester Gabi mal empfohlen, das ist auch eine Schwester, also jetzt sagen wir mal den Glauben, aber ich werde dich jetzt hier nicht irgendwie deswegen, verstehst du, was ich meine? Auf jeden Fall hat sie mich da aufmerksam gemacht, ich soll mir das mal angucken und das habe ich mir angeguckt und ja, das fand ich wirklich, aber das gehört auch viel Mut dazu, ne? Ja, Weil vor allem ist es gefährlich, mein lieber Philipp. Es ist nicht mehr so, dass wir einfach rausgehen können und können mal sagen, wir sehen Probleme mit dem organisierten Islam, wir sehen Probleme mit der islamischen Struktur und mit der islamischen Dogmalehre. Es gibt viele gewaltbereite Muslime da draußen. Bei unserer allerletzten Kundgebung in Bonn ist ein Palästinenser gekommen und hat mit dem Michael Sturzenberger ein paar Minuten gesprochen. Dann hat er eine palästinensische Fahne rausgeholt und hat dem Michael richtig eine ins Gesicht geboxt. Später kam ja. heraus, dass er Amateurboxer war und dass er auf der Suche nach Michael war und hat halt eben gehört, oh, der kommt nach Bonn, fahre ich auch hin und knall ihm eine. Also wenn er ein Nur Messer in der Hand gehabt hätte, dann wäre der Michael tot gewesen. weil da wahrscheinlich die Israel-Flagge gehangen hat. Nur wegen des, Genau, gell? genau, Ja, das war genau. klar. Das war Genau. klar, ja. Also mit der Migration von Menschen aus dem muslimischen Raum kommen natürlich viele gewaltbereite Menschen. Ja? Viele Ja. Leute, die aus rohen Gesellschaften kommen, wo richtig, ja, wo Gewalt eben an der Tagesordnung ist. Ne? Wo wir wissen ja nicht, bei den syrischen Flüchtlingen, woher wissen wir nicht, dass da nicht Hunderte, wenn nicht sogar Tausende aus den islamischen Milizen zu uns nach Deutschland gekommen sind, über diesen Ja, das stimmt. Flüchtlingsansturm. Das Ja? stimmt. Wir wissen Ja. nicht, wie viele Kopfabschneider wir bekommen haben, wie viele Leute, die sich an Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien und Irak beteiligt haben. Wir wissen nicht, wie viele Syrer gekommen sind, die Christen verfolgt und ermordet haben oder die Jesiden oder Alawiten in Syrien verfolgt und ermordet haben oder Kurden ermordet haben. Wir leben in ganz gefährlichen Zeiten, wo wir einfach die Grenzen aufgemacht haben und wir bekommen sehr Richtig. gefährliche Menschen ins Land. Ja? Ja, das stimmt, ja. Weil damals haben die doch alle auf den Bahnhöfen, sind die doch alle mit dem Teddybär und alles, haben die bejubelt alles. Und Ja. genau, und das war damals so, dass die da alle standen und sie bejubelt haben, ne? Aber natürlich, man muss auch so unterscheiden. Es gibt auch Familien, ne, die auch in Deutschland leben wollen, ganz normal. Mit Kindern und Natürlich, alles. Muslime, die an unserer Genau. Gesellschaft partizipieren wollen, Philipp, Ja, die das das Grundgesetz respektieren, die auch. das Ja, richtig, Zusammenleben richtig. respektieren, herzlich willkommen, weil was spricht dagegen? Ja. Richtig, aber dann frage ich mich, was suchen dann irgendwelche junge Männer, die einfach hierher kommen und dann Frauen vergewaltigen? Das ist doch ein. Verstehst du, was ich meine? Es ist doch, ne? Absolut. Also erschreckend ist, dass der Anteil bei den Gruppenvergewaltigungen 50% ausländische Bürger waren. Ja? Ja. 50%. Das heißt, jede zweite Gruppenvergewaltigung von den 1.500 geht auf die Ja. Kappe von Migranten. Ja. Das sind schockierende Zahlen. Und ich sage das nicht, sondern das war ein Antrag der AfD im Bundestag, Deutscher Präventionstag. Und da wurde dann tatsächlich diese Anfrage von der Bundesregierung beantwortet. Ja, das ist der Skandal hier. Und wir müssen darüber reden. Hier läuft etwas schief in diesem Land und wir müssen uns dagegen wehren. Ja, Ja. das stimmt. Das Ja. stimmt. Ja, genau. Wir Ja. sind ja damals alle mit diesen ganzen Booten und alles hier gekommen, ne? Es ist absolut, die Leute verstehen das immer falsch. Wir haben noch nichts gegen diese Flüchtlinge, die mit der Familie kommen und sich hier was aufbauen wollen, die arbeiten wollen, die sich hier, ne, anpassen, sage ich mal so. Haben wir doch gar nichts dagegen. Aber wenn jetzt toleriert man so einen Menschen, der jetzt zum Beispiel jetzt einfach hingeht und Frauen sich sucht oder mit Messern, also auf der Straße, ne, bist du ja gar nicht mehr sicher. Es könnte ja jeden Tag was passieren, du weißt es ja nicht, ne? Und das ist ja das Ding.
Weißt du, ich will dir mal eine Sache sagen, weil ich spreche sehr oft immer, ich spreche ja immer oft von Assimilation oder Integration. Einwanderer zu bitten, sich zu assimilieren, bedeutet nicht, dass sie aufgefordert werden von den Deutschen, ihre Kultur und Religion weiß zu waschen, ja? Oder zu verlangen, dass sie, dass Muslime zum Beispiel Schweinefleisch essen. Aber es bedeutet, sie zu bitten, verdammt noch mal die Kultur des Landes, in das sie bereitwillig gezogen sind, bis zu einem gewissen Grad zu akzeptieren. Ja? Richtig. Und das sind Dinge wie Frauenrechte, Toleranz, Rede- und Kunstfreiheit oder Kritik am Islam, dass Richtig. sie damit leben oder nach Hause gehen. Ganz Richtig, einfach. richtig, richtig, so ist das. Ja, Wir, mehr ist wir. es nicht. Genau. Und deswegen, ich habe es satt, dass die Deutschen sich dafür entschuldigen, dass sie Deutsche sind. Ich hab das wirklich satt. Ja? Deutsche wurden erzogen, dass sie alle Kulturen mit offenen Herzen empfangen oder Ja. mit offenen Armen empfangen und gegenüber ihrer eigenen Kultur völlig verstört sind. Und Ja. da möchte ich Ja, nicht es wird, mitmachen. das stimmt, das stimmt. Das wird bei den Deutschen in eine Schublade gesteckt. Immer. Wegen dieses Zweite Weltkrieg, ne? Ja. Wegen wird immer den Deutschen in die Schublade gesteckt. Und das ist auch nicht gut, finde ich. Wenn So sieht's man die aus. Deutschen in die Schublade steckt. Und dann schreit Deutschland ist ekelhaft, Deutschland raus und sowas. Ne? Das verstehe ich auch nicht. Warum lebt man dann in Deutschland? Ne? Wenn Ja. man. Das ist auch die Sache. Ich hole jetzt gerade noch mal jemanden rein, mal gucken. So, ich habe den Mentor jetzt drinne. Servus, Kern. Ja, Schönen guten grüß Abend. dich. Grüß euch. Servus. Grüß dich, Mentor. Servus, Servus, ich bin aus Wien. Ich bin voller der Meinung hier. Oh, wunderschön. Grüße nach Du, Wien. Ist eine wenn wunderschöne jemand, Stadt. wenn jemand in einem anderen Land wohnt oder, sage ich mal so, sich entschieden hat, hier ein neues Leben zu anfangen, soll er seine Sitten und Gebräuche und so halt lassen, ja, von wo er gekommen ist. Ich weiß nicht, ob es jetzt stark ausgedrückt ist, seine Sitten und seine, aber die sollen sich verdammt nochmal integrieren, nicht immer untereinander sein und Das ist richtig. Wir sind von nicht an Ansehen her Familiengesellschaften und von, interessiert. Ne? heutzutage hörst du nur Walla, Walla, mein Gott, überhaupt die Jungen. Ja, was ist das? Wir leben in Europa, hey. Ja, Denk ja. mal, 15 Jahre davor hat sowas noch nicht so stark gegeben wie jetzt. Es Ja, wird ja. schlimmer und schlimmer, hey. Absolut, absolut. Und ich, wenn Zuwanderung stattfindet, dann verstehe ich nicht, warum diese Zuwanderer nicht von vornherein wissen, dass sie in eine Gesellschaft einwandern, die völlig diametral zu ihrer eigenen Gesellschaftsordnung steht. Das heißt, wenn Muslime nach Europa kommen, dann ärgern sie sich über die Einheimischen, wenn sie Hunde haben. Ja? Ja. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn Ich auch du, nicht. du weißt ganz genau, wo du hingehst. Du gehst in ein hundefreundliches Land, du gehst in ein Ja. Land, in dem Schweinefleisch gerne von vielen Menschen gegessen wird, Ja. geht in ein Land, wo es eine Bier- und eine Trinkkultur gibt, Aber. wo nicht alle immer Säufer sind, wo Leute mal gern Wein trinken oder mal ein gutes Bier in der Kneipe. Und wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann Koffer packen und nach Hause. Dann geh mal in ein anderes Land. Eins, das deinen Vorstellungen näher kommt. Und das sind das oft die islamische Welt, wenn dir dieses Leben hier nicht passt. Ja, das verstehe ich auch nicht jetzt. Nehmen wir mal die Muslime. Du, die wollen ja Islam und alles ausleben. Dann, wieso gehen sie nicht wohin anders hin, wo dort sie ihren Islam in Ruhe ausleben können und alles tun für den Islam? Sie kommen daher und breiten sich aus. Hey, stell dir vor, ich als Christ darf, glaube ich, nicht einmal in Türkei meine Bibel verteilen. Ist Ja, das nicht traurig? Du, ich ich war in habe der mir. Türkei. In Türkei stehen sogar Plakaten. Du sollst mit Ungläubigen nichts zu tun haben, hey. Ich hatte mal ein Video gesehen aus der Türkei, da haben türkische Christen sich hingestellt und haben einen kleinen Buchstand aufgebaut, nur einen Tisch und ein paar Bücher draufgetan mit christlichen Büchern in Türkisch. Ja. Innerhalb von 3 Minuten stürmten Hunderte von Türken den Buchladen Ich weiß, und krass. haben die Leute da brutal zusammengeschlagen. Das Ich ist nicht weiß, du akzeptiert. wirst gesteinigt dort Ja. gleich. Du wirst mit Ja. Steinen beworfen. Ich Ja. weiß, ich bin Kosovo-Albaner. In Kosovo ist es noch schlimmer geworden. Ja. Du, ich bin als Ja. Kind aus Kosovo geflohen, ja.
wegen Jugoslawienkrieg. Ich komme aus einer katholischen Familie, aber ich hab jetzt mit Religion nichts zu tun, ja. Ich glaube an die Bibel und an Jesus, ja. Aber das ist ein Funder, das ist wirklich arg. Überall, wenn du das beobachtest, es nimmt nur zu an Muslime. Entsetzlich, einfach entsetzlich. Überall. Und wenn die Zuwanderung aus islamischen, afrikanischen Diktaturen so verläuft, dann will ich diese Zuwanderung nicht. Ja? Na, ich auch Und vor nicht. allem, wann ist Schluss mit Einwanderung? Ich meine, in der Subsahara warten 500 Millionen Afrikaner auf ihre Chance, nach Europa zu kommen. Ja. Und Europa ist natürlich ein gigantischer Magnet, aber Deutschland ist das stärkste Magnet, weil es gibt wohl kein Land in Europa, das es so schmackhaft macht für die Zuwanderung wie Deutschland. Voll. Wie Deutschland, stimmt. Ja. Österreich ist ein bisschen strenger, aber hier gibt es auch genug. Ja. Ich hole mal auch jetzt die. Ja, warte mal. Mal sehen. Ja, Ja. moin, ihr drei. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dich wieder Hi, hallo, hallo. Schönen Hi. Abend. Hey, Mentor, mal kurz auf was zu dir. Du hast ja eben gefragt, was die Muslime ja eigentlich damit bezwecken wollen, wenn die hierher kommen. Ich finde, das liegt auch ganz klar auf der Hand. Erstens mal wollen die sich ausbreiten. Und oft genug sagen die ja eben auch, dass die wirklich die ganze Welt beherrschen wollen. Das weiß ich, das weiß ich. Ja. So, ich kenne mich hier aus, aber ich wollte mich nicht so ausdrücken. Ich weiß, der Ja gut, Islam will der sorry, ganze Welt ist ja so. übernehmen. Du weißt, ich habe auch einfach keine Lust mehr, ständig groß überlegen zu müssen, wie man irgendwas ausdrückt, wie man was sagt. Ich sage das, wie ich will, und wenn es jemand nicht passt, dann werde ich halt Aus gesperrt der oder Richtung, aber gekickt ich oder habe mich nicht ist mir erwähnt. Ich inzwischen habe einfach egal. mir gedacht, ich will Ja. keine verletzen, aber wir wissen ja alles, warum. Ich weiß ja, Ja. warum, dass der Islam bis in Kosovo, bis in Albanien gekommen ist oder mein Vorfahren dafür bezahlt hat. Entweder sollten sie Muslime werden oder ihre Ja. Glauben ändern. Das weiß ich. Ich weiß, ich kenn die Geschichte alles. Ich Ja. weiß. Und Der ist außerdem glaube ich gekommen auch mit einfach, wenn man Frieden. mal diese Anreize einfach mal ein bisschen minimieren würde, ne? Ja. Sowohl durch härtere Strafverfolgung, weil die wissen ganz genau, dass sie hier machen können, was sie wollen, ohne dass Ja, sie jetzt das ist große traurig, ja. Konsequenzen befürchten müssen. Und Punkt zwei, dass die hier derart, sorry, mit Geld vollgeschissen werden. Ich Voll, mache voll keinen, stumpf. also nicht falsch verstehen, ich mache keinem Flüchtling, erst recht keinem, der Asyl sucht, der wirklich aus gerechtfertigten Gründen wirklich flieht aus seinem Land, falls da wirklich gefährlich Das ist. Egal, ob stimmt, das das stimmt. Ukraine Ich bin oder auch ein sonst irgendein Flüchtling, anderes ich bin ein Kriegsgebiet ist. ehemaliger Flüchtling. Du, Ja, aber ich habe vollkommen gearbeitet, klar, seit müssen ich wir mein. helfen, ganz klar. Ja, aber selbst wenn ich jetzt ein Wirtschaftsflüchtling wäre und ich wüsste schon, dass ich hier so viel Kohle bekomme, einfach fürs Nichtstun, Ja. ich würde mich doch auch auf den Weg machen. Ich mache da keinem Flüchtling einen Mal, Vorwurf. darf ich was dazu sagen? Ja. Du, ich bin aus Wien, wie Moin. gesagt. Und ich habe ein paar Freunde, die Muslime sind. Gibt's Tschetschener darunter, es gibt Türken und so. Du, keiner von denen geht arbeiten. Hey. Der kriegt über 4.000 Euro an Kindergeld und Sozialgeld. Glaubst du, der Ja, geht also, arbeiten? ja, Hey. das ist krass. Weil Aber siehst du, die, Mentor, und noch würdest dazu du dann sagt, das arbeiten ist gehen für das sehr Geld? ein verfluchtes Land, ein ungläubiger Land, was der nützt Österreich vollkommen aus. Ja, Leute, deshalb guck dir das das auch ist mal an, wie wirklich das von so. außen aussieht. Ne, du kannst ja machen, was du willst. Du wirst nicht großartig bestraft. Wenn, dann kommst du hier in den Ja. Knast und da kriegst du ja eh Ja. Essen und alles drum und dran und wirst nicht abgeschoben. Du musst Ja. nichts tun. Es gibt keine Strafverfolgung. Du kannst hier Leute bespucken. Du kannst hier Leute beschimpfen. Du kannst hier einfach einfordern, dass deine Lebensgewohnheiten hier irgendwie Genau, eingeführt genau. werden. Ist doch Paradies. Ich würde es genauso machen. Boah, Also bin wirklich sicher. ernsthaft. Ich mache keinem Flüchtlingen einen Ja, Vorwurf. ja. Das Und ist pures Politikversagen. dazu ändert sich auch noch unsere öffentliche Wahrnehmung durch Scharia-Richter. Da, wenn da sich irgendwelche Clankriege in Essen stattfinden oder wenn wir zum Beispiel jetzt Muizinruf haben. Ich meine, ich war gerade in einer echt, ich habe schon Wahnsinn, im Chat geschrieben, Wahnsinn, das Moin ist Kian so erstmal für den weltgetrieben, Platz Mami, zu gewinnen. Wahnsinn. Ich war gerade in der ba Debatte 4 Stunden echt mit hardcore-radikalen Moslems. Ich habe echt gedacht, ob ich da reingehen soll. Und dann habe ich Ja. am Anfang gesagt, Leute, ich will niemanden beleidigen, ne? Ich habe nichts gegen euch. Und das ist dann in der Aggressivität also umgeschwappt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der hat da ins Mikrofon geschrien. Der hat geschrien wie ein General. Ich habe gedacht, Alter, jetzt explodiert das Telefon gleich. Und im Chat natürlich, wir kriegen dich, wir finden dich. Und ey, Ja. weißt du, ich hab vorher gesagt, ich will niemanden beleidigen. Pass auf, eben hat hier das gesagt. Hier, Al-Qurtubi, Band 5, alles Mögliche, wirklich präzise. Was bin ich? Ich bin natürlich der Hetzer, das ist völlig klar. Ne? Und ich habe Ja, gesagt, Leute, aber ich mag euch. Ich habe gesagt, ich mag jeden das ist Einzelnen das von euch. Wir Ärgste. reden hier.
Weißt du, wir reden hier, ich mag euch, ich kenne euch nicht, ich habe nichts gegen euch. Und guck mal, das ist nur meine Meinung. Und die könnt ihr mir erklären, wenn ihr es anders seht. Aber die weißt erklären du, das nicht, die sagen, die schreien. Ich würde mal kurz dazwischen grätschen. Du kannst das Muslime nie recht machen. Es ist egal, wie moderat du an das Thema Islam herangehst. Sie werden immer beleidigt sein. Ich erinnere mich ja, ich war 30 Jahre lang ein praktizierender Muslim und ich habe jede Form der Kritik als eine Beleidigung empfunden. Warum? Weil Muslimen eingeredet wird, dass ihre Religion perfekt ist. Mohammed ist perfekt, ja. Allah ist perfekt, der Koran ist perfekt, der Islam ist perfekt. Dann kommst du, kleiner Wurm, und kritisierst du den Islam. Aber dann denke ich mir, was für Logik haben die denn? Ja, aber ich worauf, guck mal, schau mal, Mentor, worauf ich hinaus will, ist, dass es ist völlig egal, wie wir an sie herantreten. Du kommst dann mit denen Willen. Genau. Entweder nimmst du den Islam an oder du bist der Kufa. So ist es. Du genau. kommst mit denen Quellen und du sagst ihnen, das und das steht drinnen. Und der glaubt, du greifst denjenigen an. Hey. Das ist doch. Sie können nicht unterscheiden zwischen ja, Religion wo ist seine Logik und, dann? Ihrer, und ihren persönlichen Empfindungen gegenüber dieser Religionskritik. Weil sie nehmen das persönlich. Wenn du sagst, ich glaube nicht, dass der Prophet Mohammed ein moralischer Mensch ist, dann werden sie beleidigt sein. Dann sind sie persönlich angegriffen, weil unser Prophet steht höher als meine Eltern. Und deswegen jeder Angriff, jede berechtigte Frage gegen Mohammed ist ein Angriff gegen mich. Und es darf nicht verteidigt werden, nicht nur, wenn man sie körperlich angegriffen wird. Nein, es darf sich auch verteidigt werden, wenn der Islam seine Ausbreitung nur verbreitet, behindert wird. So, ja, wenn man zum Beispiel stimmt. gegen Allah, das muss gar kein körperlicher Angriff sein. Das war ja bei mir genau gleich. Ich war im Chat und wenn das in freier Wildbahn gewesen wäre, dann wäre ich, glaube ich, gerannt irgendwann. Du, Erdogan ist ja dafür auch, dass die Muslime desto mehr Kinder erzeugen sollen, damit sie Europa durch Geburtsrate übernehmen. Ja. Das hatte ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatte das, glaube ich, sogar Erdogan gesagt. Ja, ja, sage ich ja. Ich habe ja gesagt, voll. Er hat ja wortwörtlich gesagt, die sollen desto mehr Kinder erzeugen, damit sie Europa übernehmen mit Geburtsrate. Ja. Das Problem, liebe Freunde, das Problem bei dieser Religion ist immer eine Sache. Darf ich eines noch dazu sagen? Diese Religion wünscht immer die Dominanz, egal wie nett wir sind. Der Forderungskatalog dieser Religion ist nicht begrenzt, sondern unbegrenzt. Ja, und egal was wir tun, diese Religion möchte die absolute Dominanz auf dieser Erde. Und das darauf stimmt. arbeiten Muslime hin. Ja. Du, apropos, in Linz, glaube ich, in alle Hauptschulen gibt es mehr muslimische Schüler als andersgläubig. Du, das ist hier in Deutschland nicht anders, Mentor. Ja. Das gibt es hier genauso. Wir haben hier schon Schulen, wo du keinen einzigen Deutschen mehr hast. Und letztens habe ich einen Streit mitbekommen hier in Wien, in Trafik, wo man Zigaretten kaufen kann. Ja? Da war so ein Türke, glaube ich, ja, und der Trafikant ist so ein arroganter Typ. Ja? Die haben angefangen zu streiten, der Türke fängt an, du hast nichts zu sagen, ich habe drei Kinder, in ein paar Jahren wird hier alles türkisch oder islamisch sein, ihr zeugst keine Kinder. Ja, man dachte, bitte halt deine Fresse. Ja, die Frage ist ja eigentlich, wie kriegen wir das geregelt, dass wir alle zusammenleben können und vor allem auch solche radikalen Moslems wie bei mir eben im Chat, wie kriegt man die aus ihrem Film überhaupt raus? Oder kriegt man die da nie wieder raus? Also sind das lebenslange Zeitbomben? Sind das also lebenslange Zeitbomben, bis sie umfallen? Oder haben wir überhaupt ein Werkzeug, was wir benutzen können? Das ist die Frage, die ich habe. Diese Frage stelle ich mir seit 6 Jahren, seit ich den Islam. Ich glaube nicht, dass ich einen von denen da jemals raus aus seinem Film kommt vorhin in diesem Live. Ganz schwierig. Das hat bei mir mehrere Jahre gedauert, bevor ich den Islam verlassen habe. Und das war ein gewaltiger Prozess. Und so einfach wird das nicht funktionieren. Das Problem ist, mit der Zuwanderung von Muslimen aus Syrien, Irak und Afghanistan kriegen wir wieder Zehntausende devote Muslime ins Land. Menschen, die extrem gläubig sind, und wenn ich sage gläubig, dann meine ich nicht, dass sie eine spirituelle Beziehung zu dieser Religion haben, sondern dass sie eine militante Beziehung zu dieser Religion haben. Und die werden das beschleunigen, dass mehr Islam in unsere Gesellschaft gepumpt wird. Und das ist ein Problem, dass die Patrioten in Deutschland, die Konservativen, ja, die Menschen da draußen, denen dieses Land am Herzen liegt, müssen darüber sprechen. Wie kann man dieses Phänomen zurückdrängen?
schwer. Ja, das habe ich gefragt. Ich hab denen gesagt, wir müssen ja drüber reden. Also wenn ihr mich Petzer nennt und jetzt rausschmeißt, frage ich mich, mit wem wollt ihr irgendwann überhaupt darüber reden? Und dann kam ja die Sache, dass sie gesagt haben, wir würden das Leben in Deutschland da gar nicht verändern. So, Scharia-Richter habe ich dann als Beispiel genannt. Da haben sie gesagt, das hätte nichts mit dem Islam zu tun. Und genau. Und die Deutschen würden ja Synagogen angreifen, was eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch radikale Moslems meistens sind. Ja, dann. Genau. Ja, wisst ihr, ich finde, das ist ein guter Punkt, was du auch gerade ansprichst. Ne? Es wird ja auch immer so propagiert, auch in der Öffentlichkeit, auch in den Medien, dass wir ja eben so ein großes Problem mit Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus haben. Mit Sicherheit gibt's das in... Das ist ausgestorben. Gibt's das auch. Aber wenn man sich allein mal anschaut, was heutzutage als PMK rechts, also politisch motivierte Kriminalität rechts gilt. Wenn ein Syrer einen Afghanen eins auf die Schnauze haut, dann gilt das als PMK rechts, weil er ihm eben eins auf die Schnauze haut wegen seiner Herkunft. Wenn irgendein was weiß ich was, keine Ahnung, wer irgendein Marokkaner ein total strunzbesoffen irgendein Hakenkreuz an der Synagoge schmiert, gilt das als PMK rechts. Das ist so. Wenn die einem Penner eins auf die Schnauze hauen, gilt das als PMK rechts, weil sie ihn eben als Person nicht akzeptieren. Das ist halt einfach ein riesengroßes Definitionsproblem. Ne? Und dann muss man sich auch nicht fragen, wo diese Zahlen herkommen. Und macht einfach mal Google auf und gebt einfach mal einen Vornamen Bahnhof Köln. Ne? Da hat die AfD, ich glaube, 2021 mal einen Antrag gestellt, und wollte rausbekommen, welche Vornamen die Deutschen haben, die man am Bahnhof Köln wegen Straftaten festgenommen hatte oder die Straftaten festgestellt hatte. Ihr müsst da so kilometerweit scrollen, bis ihr da den ersten deutschen Namen seht. Das ist alles Ali, Ahmed, ja. Hamza, alles drum und dran, aber das zählt ja als Deutsche. Ja. Ne? Und dann sind ja die Deutschen wieder so gewalttätig und die Deutschen auch, wie das jetzt in Mallorca ja auch war mit dieser Gruppenvergewaltigung. Ne? Ja, genau. Die spanische Presse ja auch das Kind beim Namen, ne? Aber... Ja. Und was ist daran rassistisch, wie jetzt jemand im Kommentar geschrieben hat, die rechten Hetzer? Was ist Hetze, wenn Fakten auf den Tisch gelegt werden? Was ist Hetze, wenn überproportional spezifische Migrantengruppen in Gruppenvergewaltigung involviert sind? Zum Anteil der Gesamtbevölkerung unter den Iraker oder Afghanen zum Beispiel, ja, und im Verhältnis zur deutschen Gesamtbevölkerung. Wenn also übermäßig viele Afghanen auffallen oder übermäßig viele Syrer auffallen als Vergewaltiger, dann entsteht ein Muster. Genauso wie wir sagen können zum Beispiel, dass wenn als Ausschreitung nach Fußballspiele gibt, dass wir fast immer mit aller Gewissheit sagen können, dass sich deutsche Hooligans daran beteiligt haben. Es ist ein Muster. Hier entsteht ein Muster und wir können das nachvollziehen. Ja, wenn wir von Krawalle hören nach dem Fußballspiel, dann kommt keiner auf die Idee zu sagen, oh, das waren die Marokkaner. Hat sich auch geändert, nachdem die Marokkaner in der Weltmeisterschaft gespielt haben. Aber das waren dann nicht die, weiß ich nicht, die Griechen oder die Italiener, sondern da wissen wir, mehrheitlich deutsche Hooligans beteiligen sich dann an solchen Ausschreitungen. Richtig. Ich verstehe auch einfach nicht, warum sich halt nicht dann eben erst recht die vernünftigen Syrer oder Afghanen so derart nicht so derart aufregen und nicht so derart auf die Palme gehen mit dieser Geschichte, weil ja wirklich der Ruf von denen durch die Leute, die sich nicht benehmen können, komplett in den Dreck gezogen wird. Ja, weil die sich noch der sagen würde, dass die Leute alle wirklich komplett unten durch sind. Das sind die ja nicht. Da gibt es auch Vernünftige. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber das ist halt Die trauen sich nicht, den Lauten zu widersprechen. Die steigern sich auch in ihre unter Druck machen gegenseitig so. Glaubst du, da irgendeiner traut sich da irgendwie gegen den Strom zu schwimmen? Also man sieht doch ja an allen Ecken, wie man da unter Druck gesetzt wird. Tieren kann da bestimmt aber nicht. Aber ich habe einen Appell an alle Ausländer, die. Darf ich kurz sowas sagen? Freunde, ich will mal ein paar Spielregeln aufbauen, weil das Gespräch so interessant ist. Wenn einer redet, dann versucht mal. Genau. Ich habe jetzt den ausgehen zu lassen und ich springe dann da rein. Aber versucht mal nicht durcheinander zu hören, dann kriegt man gar nichts mehr mit. Okay. Ich habe einen Appell an alle Ausländer, die hier aufgewachsen sind oder geboren sind. Ja. Steht's auf und unternimmt's was. Ja, gegen diese Leute, die halt seit ein paar Jahren gekommen sind und wie wir sehen, wie wir das beobachten, es wird immer radikaler. Hey Leute, ihr seid hier aufgewachsen, ihr habt
sage ich einmal, eine andere Erziehung genossen. Ich war immer gleich radikal. Oder ihr wart im Kindergarten. Leute, versucht da was zu unternehmen, hey. Wir müssen Deutschland, Österreich dankbar sein, dass wir hier jeden Tag alles haben, was wir in unserer Heimat nicht gehabt haben, weil deswegen sind wir auch geflohen. Und dann wollen wir diese Kultur und diese Sachen hier weiter fortführen, hey. Es muss ein Ende haben damit. Kian? Ja, bitte. Warst du damals dabei, also ich habe das auch auf den Live gesehen, warst du damals dabei, wo dieser ehrliche Moslem, also der wirklich ehrlich gesagt hat, wenn wir in der Mehrzahl sind, dann werden Köpfe rollen. Warst du das da dabei? Das war in Berlin. Genau, das war genau. Unser Berliner Kultgeber. Er hat es tatsächlich, ja, er hat es vor allen gesagt und er war ehrlich. Das wird so passieren. Ja. Wenn wir das nicht erleben. War das auch das, wo dieser Jüngere gesagt hatte, eure Töchter werden alle einen Bärtigen heiraten und eure Töchter werden alle Kopftuch tragen? War das auch da, Berlin? Ja. Das ist Wahnsinn, ey. Wahnsinn, aber vor allem, die sind teilweise 16, 17 Jahre alt und haben schon so ein radikales Gedankengut. Das ist so erschreckend. Richtig. Und Freunde, ich sage euch, und das ist keine Propaganda. Ich bin in den Moscheen ein- und ausgegangen. Ich bin in den Moscheen groß geworden. Ja, von meinem 14. Lebensjahr an war ich in den Moscheen und war hochaktiv im Islam. Und ich sage euch, das ist ganz übliches, normales Gedankengut. Ihr werdet da draußen selten praktizierende Muslime finden, die nicht ein großes Ressentiment gegenüber dieser Gesellschaft haben. Warum? Weil diese Gesellschaft ist faktisch das Antimodell zu einer islamischen Gesellschaft. Alles, was im Islam verboten ist, ist in dieser Gesellschaft erlaubt. Mhm. Und deswegen verabscheuen sie alles, was sie hier finden. Von Hundehaltung bis zum Schweinefleischessen, bis zum lockeren Umgang zwischen Männern und Frauen. Nichts von dem ist für sie etwas, was sie erhalten möchten. Und da träumen sie, da kriegen sie ihre feuchten Träume von der Scharia natürlich und wollen. Wir werden das Problem nicht losziehen. Wir haben diese Leute hier. Wir haben die hier. Die haben auch schon zweite Generation, die haben deutschen Pass. Die sind so radikalisiert, die kriegen die gar nicht weg. Wir können nur Lösungen suchen, wie wir damit umgehen. Und ich frage mich, wie wir das machen wollen. Ich möchte keine Lösung dafür finden, wie wir damit umgehen. Ja, wir müssen eine Lösung finden. Ich möchte lieber unsere gute politische Partei, die AfD, stärken. Und ich möchte lieber, dass den Migrationskurs zu einem Kurs der Remigration umdrehen. Und wir müssen Menschen aus, ich sag's jetzt mal vorsichtig, zerstörenden Kulturen, aus nicht kompatiblen Kulturen. Ja. Ich komme aus Kurdistan und ich sage dir, in Kurdistan, wenn eine Frau das wagt, dort einen Freund zu bekommen, wird sie tödlich sagen. Ja. Und solche Kulturen sind nicht kompatibel in Europa. Das ja, aber glaubst du, das ist realistisch, dass man radikalisierte Moslems, die in der zweiten Generation schon hier wachsen, noch irgendwie rechtlich und juristisch mit einer großen grünen Opposition hier irgendwie rauskriegt? Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Schwer. Momentan, Die haben wir am Hals. Freunde, eine Sekunde. Ich habe jetzt hier jemand Neues drin, die Jamna. Jamna, bitte. Hallo, guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Grüß dich. Grüß dich. Kurz zu mir. Ich bin Niederländerin. Seit 9 Jahren lebe ich hier in Deutschland und daher kann ich nicht so gut Deutsch. Also, herzlich willkommen. Was magst du sagen? Ich möchte gerne ein Wort sagen. Das Problem ist nicht, um die Muslime aus Europa zu schaffen. Das Problem ist, wie können wir ganz normal miteinander zusammen weiterleben? Ja, gar nicht. Um das zu erreichen, sollten wir bei den Kindern denken. Die kleinen Kinder, ich komme selber aus einer islamischen Familie, ja, und ich weiß genau, wie das da abläuft. Ein Moment, ich muss wieder in deutscher Sprache. Wir erziehen unsere Kinder nach dem Koran, ohne die Kinder zu erzählen, was im Koran steht. Das ist aber traurig. Kannst du mir folgen? Also ist auch problematisch. Also ich versuche das zu verstehen. Das ist das Problem, weil hätte ich gewusst, als kleines Kind, warum man ein Kopftuch trägt und warum man die Schönheit nicht zeigen darf und warum ich beten soll und warum unser Prophet so viele schlechte Sachen gemacht hat, was er glaubt, gut sein wären, war, weil das weil der andere Gruppe Kuffar sind und Christen und Juden, wenn ich das als kleines Kind also gelernt hätte,
dann hätte ich nie als Muslima aufgewachsen. Dann hätte ich nie diese Probleme gehabt, die ich jetzt in meinem Leben habe. Dann hätte ich mit meinen Normen und Werten, mit meiner Würde kein Problem gehabt in ein Land, wo die Frauen geschützt sind, die Kinder geschützt sind, Kinder Kinder sein dürfen. Und ja, ich verstehe auch absolut, dass du in Deutschland mit einem Kopftuch schützen musst. Musst du dich in Deutschland mit einem Kopftuch vor sexuellen Übergriffen schützen? Ich glaube nicht, dass das hier so... Nein, das meine ich nicht. Ich sehe da auch ein ganz anderes... Die islamisch aufgewachsen sind, ohne zu wissen, wofür sie viele Sachen machen müssen. Johanna, wenn du aufwächst mit dem Gedanke, dass deine Ausstrahlung als Frau, deine offenen Haare, deine Haut irgendwie Korruption in meinem Männerkopf verursacht, dann ist das eine sehr, sehr, sehr schlechte Ideologie. Sehr schlechte das Ideologie. Das Problem ist nicht nur von Ausländern. Also ich bin selber Marokkanerin. Ich weiß, wie das in unserer Kultur ist. Das Problem ist, du wirst direkt gesehen als Fitna. Du wirst gesehen als Käfer. Weil ich eine andere Meinung habe, bin ich jetzt zu Käfer besteinigt und kann ich nicht mehr mit meiner Mutter normal reden. Alle reden mit denen, oh, du hast einen Käfer, sie wird in die Hölle kommen und du gehst im Paradies. Du darfst nicht mal in Kontakt kommen mit Kuffar. Also, die dürfen nicht mit euch leben, wir dürfen nicht mit euch leben. Das ist alles nur Fake. Die manipulieren die Frauen. Das ist aber rassistisch, oder nicht? Yamna, Verzeihung. Ich war auch ein praktizierender Muslim für über 30 Jahre. Ich war nicht so ein Cafeteria-Muslim. Und ich war wirklich kein Freitags-Muslim. Genau. Ich habe meinen Salat gemacht, ich habe meinen Hadsch gemacht. Ich habe viele Dinge getan. Ich auch. Ja. Und ich will dir sagen, wenn der Koran in Sure 2, Vers 65 zum Beispiel sagt, und gewiss habt ihr diejenigen unter euch gekannt, die das Sabbatgebot brachen, da sprachen wir zu ihnen, werdet ausgestoßene Affen. Wenn der Koran einen Teil der Juden entmenschlicht, enthumanisiert Wahnsinn. Und sagt, ihr werdet Affen, was glaubst du, was das auf die Psychologie der Muslime, wie das auf die Psychologie der Muslime wirkt, wenn sie über Generationen, über Jahrhunderte und über ein Jahrtausend hören, oh, die Juden, ein Teil der Juden sind zu Affen und Schweine mutiert. So, das ist das Problem. Der Koran, wenn die Kinder bekommen zwar gelehrt, der Hijab, der schützt, der macht Frauen irgendwie heiliger. Alle sind sie dann wie die Jungs. Ja, wir sind wie Diamanten, aber wir dürfen nichts, wir dürfen nicht stimmen, wir dürfen uns nicht zeigen, aber wir sind wie Diamanten zu Hause. Wir dürfen nicht mal unseren Eltern besuchen. Wenn ich zu meinen Eltern gehen will, dann muss ich meinen Mann fragen und wenn der Nein sagt, dann muss ich einfach zu Hause bleiben. Wir werden geschlagen, ja, und das zu Wille von Allah. Und wenn du nicht hörst auf deinen Mann, wenn du deine Beine nicht öffnest, auch wenn du keinen Bock hast, manchmal habe ich keinen Bock. Ich habe zum Beispiel manchmal keinen Bock. Dann muss ich trotzdem das machen, was er will. Richtig. Kriegt er das nicht, dann darf er dich schlagen. Und was kriegt der Frau noch? Sie kriegt Engeln der ganze Nacht, das über sie spuckt. Und mein Gebet wird nicht akzeptiert. Und wo ich dann gelesen habe, wo ich das erstmal in meiner Ehe das bekommen habe von meinem Mann, wo ich das nicht bekommen habe von meinen Eltern, weil meine Eltern sind vom Marokko, aus der Rif. Wir sind ganz andere Muslime, wir sind offene Muslime und respektieren einander. Ich habe meinen Eltern immer mit Liebe miteinander, also auf unsere Sprachen gesprochen. Ich habe das nie so gesehen auf diese Seite. Und wo ich dann die Ahadith bekommen habe von meinem Mann, der gesagt hat, hier, ich habe das Recht, sonst dann verlierst du deinen Kontakt mit deinem Gott und du kommst in der Hölle, würde ich in dem Sinne vergewaltigt. Aber hier in dem Gesetz, das deutsche Gesetz, der schützt mich vor meinem Mann, auch wenn der mein Mann ist. Ich kann zur Polizei gehen und mich ich kann eine Anzeige machen, aber der Islam, mein Glauben, hat mir das gewährt. Und ich musste Sabr haben. Entschuldige, einen Moment. Und dann habe ich selber die arabische Sprache richtig studiert und gesucht. Und dann kam ich bei Surat al-Talaq, Ayah 4. Hier hat es mich gefasst. Das war der Entschuldigung, Yamna, bevor ich will nur die Sure, Sure 65. Das ist die Sure 65. Dankeschön. Wir müssen die Leute kennen. Das ist eine sehr unmoralische Sure im Koran.
Und da möchte ich nur sagen, und diejenigen von euren Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten, wenn ihr im Zweifel seid, so ist ihre Wartezeit 3 Monate. Das heißt, Wahnsinn. Das ist ihr Al-Talak, die Scheidung. Und da geht es um zwei Typen von Frauen, die eine bestimmte Wartezeit haben, bevor sie einen anderen Mann heiraten dürfen. Heftig. Und die Frauen, die keine Monatsblutung mehr erwarten können, sind die Frauen, die keine Menses mehr bekommen. Die müssen 3 Monate warten. Eventuell kann ich was sagen? Innerhalb dieser 3 Monate könnte ja noch ein Kind kommen. Und dann spricht der Koran von denjenigen, die noch keine Monatsblutung haben. Das sind Kinder, das sind Babys. Die Wartezeit auch 3 Monate. Und das also sind Mädchen, guck mal, hier in diesem Surat al-Talaq, ein Moment, bitte. Es Wahnsinn. Gibt, guck mal, in Surat al-Baqarah stehen Frauen, zum Beispiel, wenn die verheiratet sind und die Blutung bekommen und wenn die eine Scheidung haben, wie viele Monate man dann warten soll, bis man wieder heiraten darf. Okay, um zu gucken, ob die schwanger noch ist und nicht und bla bla bla. Okay, da kamen die Frauen, die Sahaba, kamen zu Prophet sallallahu alaihi wasallam und haben dann gefragt, ja, eyyuhan Nabi, also oh, unser Prophet, aber es gibt Frauen, die noch keine Blutung haben, wie viel Monaten oder Haid müssen die warten? So, ja. Damit ja. die ja, dann einen neuen Mann bekommen. Oh, und dann... Ja. Und dann, da, nur, ich will nur zu Ende reden, damit ich okay. das gesagt habe. Und dann in Surat Talaq sind 3 Frauen genannt worden. Die ältere Frauen, also die ältere Frauen, wo die keine Tage mehr bekommen. Die schwangere Frauen, da steht, dass sie dann 9 Monate lang, also dass sie das nie scheiden dürfen. Also 9 Monate lang muss der Mann das hat sie gern unterstützen. Auch vorgelesen, ja. Und danach, ja. und der dritte Frau ist der Frau, der noch nicht ihre Tage bekommen ja, genau, hat. Genau. Und in Sunnah, Ahle Sunnah und Jama'a sagt auch kein einziger Gelehrter von Ibn Kathir oder Al-Habbas, kein einziger Gelehrter hat ein Jamna, ich habe eine Frage bitte. Eine Frage, bitte Jamna, an dich. Du klingst für mich, dass du ein bisschen eine normale menschliche Logik hast. Du hast jetzt so viele Sachen jetzt vorgesagt, was gegen deinen menschlichen Verstand ja, ich habe gekämpft. Nicht annimmt, dass das von Gott ist. Ich habe das gekämpft, um das, weil... Ganz kurz, meine Frage ist, ja. ist das von Gott, was in Islam steht? Will das Gott, glaubst du? Glaubst du, ist das Gott, was er dir alles sagt im Koran? Hör mal, du redest jetzt mit einer Frau, der gewachsen ist als Muslima. Du musst dich vorstellen, dass ich überhaupt in diese Gedanken kommen sollte, dann gehe ich von Schirk aus. Und wenn man Schirk macht, dann bist du schon kein Muslime mehr. Ich weiß. Wenn du ich als Muslime, darf ich bitte aussprechen, weil ich kenne, dass viele Frauen in meiner Situation stehen und die nicht wissen, was sie machen sollen. Ich habe gestanden auf, ich war so eine Frau. Ich habe gedacht, okay, aber warum darf mein Bruder raus und ich darf nicht raus, zum Beispiel? Oder warum muss ich ein Kopftuch tragen und ich sehe alle Mädchen ganz normal mit Jungs spielen und die haben gar nichts Schlimmes in Gedanken. Warum muss ein Mann immer ein kleines Ich war jung. Aber ich hatte Angst, weil wenn ich den Koran falsch gelesen hätte, in der Moschee hätte ich Schläge bekommen. Jamna, darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Eine Frage ist... Ich bin noch nicht auf deine Antwort zugekommen, Entschuldigung, deshalb. Okay, kann ich dir eine Frage stellen? Ja, natürlich. Ja. Hast du das Gefühl, du hast gesagt, du lebst jetzt in den Niederlanden? Nein, ich lebe jetzt in Deutschland. Ich komme aus der Niederlande. Ich bin da geboren. Ah, okay, gut. Wenn du in Deutschland lebst, hast du das Gefühl, dass die Deutschen mit tropfendem Mund an dir vorbeilaufen und es kaum erwarten können, über dich herzufallen, weil du offene Haare also die, hast und vielleicht ein schönes Kleid? Ich sage Ihnen ehrlich, die Deutschen verstehen mich auch nicht. Das erste Problem ist, ich komme nicht gut mit meinen Worten rüber. Ich rede nicht vom Verstehen. Jamna, Entschuldigung. Die Frage ist, hast du das Gefühl, dass Deutsche dich belästigen? Dass sie dich mit ihren Blicken ausziehen? Nein, noch nie. Aber Jamna, könntest du auf meine Frage eingehen? Hast du meine Frage verstanden? Ich habe es verstanden. Ich will dir nur erklären, dass es für eine geborene Muslima schwer ist, um einen anderen Dialog
überhaupt aus dem Box zu kommen. Man darf nicht andere Gedanken haben, ich weiß. Es ist schwer, anders zu kommen. Sie? Man darf nicht also ich glaube, ich glaube letztendlich in einem Gott, der uns zusammen erschaffen hat. Ich glaube in einen Zebeb. Es kann nicht, ich glaube darin, aber was das ist nicht der Gott von der Islam. Das ist auf keinen Fall. Ich kann das nicht glauben, dass der Gott erlaubt, dass jede Frau in der Zeit von Rasulullah einfach zu der Prophet gehen kann und sagen, hey, komm, ich möchte jetzt Sex mit dir haben, komm. Ich bin frei für dich. Und das steht im Koran. Bist du jetzt krank? Und warum gab es Sklavinnen und keine Sklavinnen. Es sind alle beide Frauen. Sklavinnen und keine Sklavinnen dürften gar kein Kopftuch. Eine Frage habe ich noch. Wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt. Die Sklavinnen, wie lebst du heute? Wie geht's dir heute? Wie lebst du heute? Bist du heute noch immer unterdrückt oder bist du heute frei in Deutschland? Ja, das wollte ich auch fast so ähnlich sagen. In Deutschland bin ich frei, aber durch den Leute, mit wem ich lebe, die Muslime um mich herum, meine Familie zum Beispiel oder die Leute, die ich kenne, ich gehe selber auch live. Ich mache das jetzt auf meine Sprache, weil es für uns Marokkaner auch nicht einfach ist. Ne? Und darunter bin ich. Marokko ist erobert worden. Ich bin ausgedrungen worden. Ich bin nicht mehr akzeptiert von meiner Gesellschaft, weil ich die Jemene geworden bin, wo ich jetzt frei bin. Ich bin glücklicher. Ich liebe mich selbst viel mehr. Ich liebe mich selbst. Und ich bin der genau gleiche Person, wie ich vorher war, nur halt nicht mehr mit dem Kopftuch oder mit der Chimar oder mit dem Gebet. Oder das bin ich nicht mehr, weil ich das nicht glaube. Ja, ja. Aber das wird nicht von einem Freunde, das Mentor, wird nicht Entschuldigung, Moment, lieber, wartet mal ganz kurz, Freunde. Es ist wichtig, dass ich moderiere, weil wenn alle durcheinander sprechen, dann wirkt das für die Zuschauer, die jetzt zuhören, wir haben 326 Personen, dann wirkt das unglaublich chaotisch. Deswegen, ich bitte euch, lasst jemanden aussprechen, aber wenn ihr sprecht, dann sprecht bitte auch nicht zu lange. Genau, der Meinung bin ich auch, weil ich warte und... Genau, bitte kurz, immer kurze Sachen raushauen, damit auch die anderen eine Chance haben. Genau, das wollte ich sagen. Und wenn auch ein Muslim mal hier reinkommen möchte, der sich benehmen kann, der nicht gleich mit Hasohn kommt und Surensohn und so weiter und so fort, dann bin ich dabei. Aber wenn jemand hier beleidigt, schiebe ich ihn sofort nach Mekka ab. Ja, ich habe ein Anliegen in meinem Herzen, da ich Christ bin, würde ich dir Gottes Segen wünschen und dass du dich mit Jesus beschäftigst und mit der Bibel. Das wird das nicht. Ich habe es nur gesagt, einmal und nicht mehr. Mentor, warte. Mentor. Komm, keine Indoktrination hier bitte. Ich sage nichts mehr, Entschuldigung. Meine Plattform. Sorry. Meine Plattform öffnet nicht die Türen für irgendeine Religion, okay? Sorry. Das ist okay. Aber das war in meinem Herzen. Das ist kein Battle, das ist kein Kampf. Christentum gegen Islam oder Islam gegen Christentum. Nein. Ich bin Atheist und hänge das nicht groß an die Glocke, aber ich will auch keine Einladung zum Christentum oder keine Einladung zum Judentum oder zum Shintoismus oder Buddhismus oder jeder. Deswegen diskutiere ich mit Muslimen auch nicht über die Existenz Gottes, weil Gott es mir völlig vor, egal ist, ob Muslime an Allah glauben, ob das Hindus an Krishna, Vishnu oder Hanuman glauben. Es ist mir egal. Es geht hier um Dogmalehren, die einen negativen Einfluss auf das Leben von Gesellschaften und Menschen haben. Und deswegen bitte ich keine christliche Propaganda, bitte. Darf ich Stellung nehmen? Du, es ist mir in Herzen gelegen und ich habe es einmal gesagt und nicht mehr, ja? Weil sie gesagt hat, sie glaubt an Gott. Und ich habe das auch. Untereinander könnt ihr euch vernetzen und dann könnt ihr euch auch viel miteinander unterhalten. Aber ich bitte, freizuhalten von religiöser Indoktrination oder Propaganda. Wie gesagt, ich das alles respektiere. Mein Problem habe ich nicht mit den Christen, aber ich möchte auch nicht, dass es das respektiere. Mein Problem habe ich nicht mit den Christen, aber ich möchte auch nicht. Okay. Jamna, wovor hast du denn momentan am meisten Angst? Ich habe keine Angst. Ich glaube, ein Gott würde nicht ein Buch schicken, das zu Hass und zu Mord verlangt, um ein Wort rüberzubringen, was ihm gehört. Also das kann ich mir nicht glauben. Ich glaube, der ist so mächtig und so schlauer als wir, dass er weiß,
dass er keinen Unterscheid kann machen von seinen Kindern, von seinen Erschaffenen, von was jeder auch dafür sagen will. Das denke ich und das ist eigentlich mein Standpunkt. Ein Buch, das in Sure 8, Vers 55 sagt, gewiss, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die, die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben. So ein Buch kann nicht das der kann Promoter für Frieden sein. Das ist unmöglich. Leute, könnt ihr eure Mikrofone bitte ausmachen? Ja, ich wollte mich auch mal eben bei ihr bedanken, bei Jana, dass sie das mit uns geteilt hat, die Geschichte. Das klingt ja wirklich wie aus dem Horrorkabinett. Da mag man kaum glauben, dass das wirklich eine Religion ist. Das ist wirklich total absurd. Und ich, also weißt fühlst du, was mir unter Druck gesetzt aus Marokko? Gibt es da noch Drogen? Also glaubst du, dass da noch irgendwie Rache im Spiel sein könnte oder irgendwas? Oder ist das eine absurde Geschichte? Über politische Sachen aus Marokko kann ich mir nichts, weiß ich nicht. Sag ich ehrlich, ich bin da nicht geboren, auch nicht aufgewachsen, also ich habe keine Ahnung. Was ich weiß, ist, dass du frei laufen kannst, wie du willst da. Also du wirst nicht, da ist ein Gefängnis und wird dein Hand zum Beispiel nicht abgehakt. Also, nein, ich meinte jetzt eigentlich, weil du hattest ja in Marokko diese Geschichte, die du uns erzählt hast und hast ja, giltst ja jetzt in den Augen von anderen als, weniger wert und dass du da von irgendwelchen Menschen Rachegelüste zu erwarten hast, die dich hier bis... Ja, ich kriege auch Bedrohungen, ich kriege Bedrohungen, ich kriege Leute zu mir, die sagen, wir werden deine Blablabla abhacken und alles. Ich möchte das nicht auf Deutsch sagen, weil ich mein Life immer auf meine eigene Sprache mache, damit die Frauen ein bisschen wach werden. Weißt du, was mir weh tut? Es tut mir einfach weh, dass die Frauen, die wissen nicht mal, was die lesen. Die wissen nicht, dass eine Frau, Allah hat in Surat al-Nisa gesagt, Antil Ra'id, wal Ra'id, also hinter Kaka gestellt. Was ist al Ra'id? Die weiß das nicht. Die weiß nicht, dass die hört zu Männern im Moscheen und mit schönen Stimmen und sagen, oh Schwester, du musst die Hälfte von deinem Dien musst du machen und heiraten und dein Geld ist dein Geld. Natürlich ist dein Geld, weil du hast nicht mal Geld. Du hast kein Geld. Und wenn du Geld erbst von deiner Familie, musst du alles die Hälfte, du bekommst, ich bin minder wert als mein Bruder. Oh, jetzt ist sie weg. Sie ist wieder da. Ja. Ja, sie ist die. Also, ich bin die Hälfte von meinem Bruder. Mein Bruder kriegt einen Teil und ich krieg die Hälfte von seinem Teil. Und wenn ich keine Brüder habe, da kommt mein Onkel und der andere Onkel und davon die Onkel. Warum? Ja, weil es eine Männerreligion von Männern für Männer gemacht ist. Im Paradies gibt es Männerpreise, es kommen mehr Frauen in die Hölle. Also das haben sich Männer ausgedacht. Sie, das war damals sie so. Meint, sie kriegt von Erbe gar nichts. Sie sagt, dass sie nicht wert ist in ihrer Familie. Und das Problem ist, laut Koran erst mal halb so viel wie ein Mann. Das hat eh schon so. Das, weißt du, was das große Problem dieser Zeit ist oder das Problem mit diesem Islam ist? Es ist eine Religion, die im 7. Jahrhundert in einer brutalen Wüstengesellschaft auf der arabischen Halbinsel entstanden ist. Und sie versuchen jetzt Gesetze aus dem 7. Jahrhundert einer tribalistischen Stammesgesellschaft ins 21. Jahrhundert zu bringen. Und sie glauben allen Ernstes, dass wenn sie verstaubte alte Gesetze, die nicht mehr universal sind, so wie die 10 Gebote, die wenigstens einen universalen Charakter haben, sondern Gesetze wie, wenn eine Frau sich nicht bedeckt, dann korrumpiert sie die Gesellschaft. Das ist ein... Die Gebote sind auch abgeändert worden. Ein absurdes Gesetz, das Problem das man im 21. Jahrhundert mitbringen kann. Besonders, weil der Hijab kommt 8-mal im Koran vor und der hat überhaupt nicht... In Bezug auf den Hijab gibt es viele falsche... Ja, es hat nichts zu tun mit Haaren. Hijab kommt gar nicht in Bezug auf Bedeckung vor. Aber Khimar ist das eigentliche Wort im Koran, das in Bezug auf die Bedeckung der Körperteile erwähnt wird. Und Jujub. Und interessant ist, und das wissen viele muslimische Frauen da draußen gar nicht, dass der Hijab ursprünglich nur für freie muslimische Frauen war und die Sklavinnen, die Muslime waren, die zum Islam konvertierten, die durften trotzdem den Hijab nicht tragen. Omar ibn Khattab, der zweite Khalifa,
hat seine Schwester gerügt, warum sie eine Sklavin hat, die einen Hijab hat. Und dann hat er ihr den Hijab runtergerissen und hat gesagt, weißt du denn nicht, dass der Hijab nur für freie Frauen ist? Das heißt, der Hijab, den heute viele Muslime in der westlichen Welt tragen, ist im Grunde genommen ein Herrenmenschensymbol von freien Menschen gegenüber Sklaven. Also wenn ich wüsste, dass das der geschichtliche Hintergrund von Hijab ist, dann würde ich den Hijab auf den Müll werfen. Ja. Das habe ich auch gemacht, sobald ich das... weißt du, was das Problem ist? Hör mal, ich will der Islam nicht schlecht reden. Ich kenne Muslime, ich liebe den. Mach das ruhig, der Islam ist per se eine schlechte Religion. Ich rede nicht über Muslime, nochmal, Geschwister, Brüder, ich rede nicht über Menschen. Ich liebe Menschen. Es geht mir nicht, wer du bist, Muslim oder Jude. Ich liebe Menschen, der auch Menschen liebt, einfach Positivität gibt. Aber das Problem ist, ich sage nur die Hadithe, die dieselbe geschrieben haben auf meine Sprachen, und die bedrohen mich mit der Tod. Dann bedroht denen mit der Tod. Die haben das doch geschrieben über der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei, wo er gesagt hat, dass eine Frau und ein schwarzer Hund und ein Esel, wenn die drei Sachen vorbei einen Person laufen, der am Beten ist, ist der Gebet direkt kaputt. Also dann kannst du mal sehen, da werden Frauen mit Ziegleich gesetzt. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Ja. Und das verstehen meine Geschwister nicht. Und ich möchte nur das Wort für meine Geschwister machen, weil ich weiß, in welcher Streit die sind. Ich weiß das. Und ich bin noch immer in der Streit. Jamna, lass mal das Sprechen jetzt sein. Jamna, schalte mal ein bisschen ab jetzt. Ich weiß, das ist ein extrem emotionales Thema. Und wir Männer, wir steigen leichter aus dem Islam aus wie Frauen. Für Frauen ist es wirklich ein Trauma, weil die Familie die Frauen kontrollieren, weil die Gesellschaft die Frau kontrollieren, weil die Moscheen die Frauen kontrollieren und weil man Frauen, die abtrünnig werden von der Religion, dann wie Untermenschen behandelt werden und weil sie dann wie Huren behandelt werden, weil sie einfach diesen Befreiungsschlag gewarnt haben. Und deswegen will ich der Jamna nur als einen Tipp geben, keine Islamkritik ohne Muslimkritik. Denn die Muslime sind die Erhalter dieser Religion. Und ich habe es auch in meinem letzten Stream gesagt. Man kann nicht sagen, ich kritisiere den Antisemitismus, aber ich kritisiere nicht die Antisemiten. Ja, wir müssen einen Spaten nennen. Und das gehört auch dazu. Keine Kritik des Islam, ohne die Muslime zu kritisieren. Weil sie erhalten die Ideologie am Leben.